diese Treppe hin. Oi, wie sollen wir das wissen? Diese Knarre ist echt gut. Warte, ich sehe nichts. Wo muss man denn? Mama. Ich habe einen erwischt. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Oh. Ja! Ich kann hören, wie ich fliege. Ja, ja, sicher. Ich wollte da gar nicht runter. Ich wollte da auch diese Plattform, aber irgendwie hat die mich da runtergeschmissen. Das ist nicht gut. Okay, diesmal war ich es nicht. Wo führt diese Treppe hin? Wie sollen wir das wissen? Dafür seid ihr zuständig. Oh, Flammenwerfer überall. Kann ich aber mal einsetzen, ey. Nach euch. Wo geht's denn hier nochmal runter? Hier sind. Ist hier, ey. Hier. Okay, ich warte hier erstmal. Ich kann nicht ausstehen. Was hältst du denn von bodenlosen Löchern auf sterbenden Planeten? Also das gleiche wie von dir. Halt's Maul. So, wir haben jetzt hier nochmal so ein. Dies ist der offizielle Nachschubantrag WY-823 von Vorsteher Joshua Morris. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr von diesen Forschungsmodulen. Welcher Amateurgeologe auch immer diesen Ort hier als Installation ausgesucht hat, ist ganz klar unterbelichtet. Das habe ich gehört. Ja, ja. Die strukturelle Instabilität von LV-426 hat drei ganze Module außer Betrieb gesetzt. Eines ist bei einem Erdbeben zerstört worden, die anderen beiden sind in eine Schlucht abgerutscht. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Ort hasse? Nein. Das sollte ich vielleicht rausschneiden. Das ist es zu spät. Okay. Was haben wir? Ich glaube, die sind da lang. Jo, da sind sie. Also, ja, pass auf. Ich weiß, wo sie jetzt hinlaufen. Die laufen jetzt unter die Treppe und stellen sich unter die Treppe da vorne. Wenn ich jetzt gleich oben reingehe, stellen die sich da unten unter die Treppe. Das hatte ich nämlich vorhin schon. Ich sage, so will ich alles alleine machen. So, noch steht sie da. Ist das auch, wenn ich jetzt hier reingehe, passiert nichts. Ich gehe jetzt nochmal runter. So, zu ihm. So, warte auf, genau. So, er stellt sich jetzt dahin. Sie bleibt jetzt da stehen. Okay. Also, das Spiel ist ein bisschen buggy. Okay, gut, dann machen wir das alleine. Ja, jetzt ist er da hingelaufen, na geil. So, das hier oben. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich habe ganz vergessen, dass da diese.
du bist mal. Bringt sowieso nichts, dass du hier die ganze Zeit schießt. Hast die letzten schönen Munition, so, da haben wir noch eins. Hier ist mein wöchentliches Update zum Bau von Origin. Trotz der verlorenen Forschungsmodule liegen wir gut im Zeitplan. Zum Teil, weil von Origin nicht so viel übrig ist, wie wir ursprünglich angenommen haben. Ein Teil scheint schon vor unserer Ankunft abgebrochen zu sein. Was haben Sie gesagt, woran das liegt, Doc? Ein Lavastrom hat den Teil abgetrennt. Ach ja, stimmt. Wir sollten Origin in den nächsten 2 Wochen fertiggestellt haben. Und ich kann Ihnen sagen, auch ohne dieses Teil ist es wirklich beeindruckend. Okay, er hat von Origin gesprochen. Ich hoffe, die meint nicht EA. Die haben sich ja mit ihrem neuen Need for Speed Payback da einen ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das Spiel ist nicht so, kommt nicht so gut an. In den Kritiken ist das ganz schön runtergegangen. Ja gut, ne? Das Thema von wegen Need for Speed Underground 2, das haben sie ganz schön verpennt. Also machst du nichts. Oh, warte mal. Oh, ich werde es vergessen jetzt hier. Hier steppt gleich da. Ach nee, warte mal. Hier um die Kurve muss ich erst rum. Deswegen. Habt ihr das gesehen? Da. Du kotzt mich gar nicht. So, da wie komme ich da vorbei? Da habe ich am Anfang auch erstmal gedingens. Ja, ganz ruhig. Hier ist aber noch einer. Der ist da. So, dann müssen wir erstmal hier rein. Das war am Anfang nicht ganz leicht. Ich da hin und her und dann nach vorne zurück und. Na, so. Jo, da ist eine Leiter. Die funktioniert aber nicht. So. Müssen wir dann mal raus, dass du hier hoch musst. Hier hoch und hier. Dann bist du da. Ne? Das ist, wenn man es nicht weiß, sucht man erstmal ewig danach. Das ist halt irgendwie tricky Disco. So. Machen wir das mal auf. So. Irgendwo war. Nee, wo war das jetzt, was ich suche? Da. Sind wir schon mal hinter der. So, die haben wir deaktiviert. So, die ist jetzt. Zugeschweißt, die machen wir jetzt erstmal auf. So, sehr nice. Bitte schön öffnen. Danke. So, und jetzt haben wir dich. So, ich denke mal, jetzt kommen die auch rein. Wollen wir mal gucken. Eigentlich müssten die mitkommen. Das muss ich nicht alleine machen. Deswegen wundert mich das, warum ich das jetzt entschärft und die jetzt nicht. Die stehen unter der Treppe, wetten? Das hat die nämlich vorhin auch schon. Guckst du dir an. So, was ist die do? So, warte. Wo ist denn? So, ich komme jetzt rein. So, verlässt du. Ach, guck mal hier. Guck mal. Das sieht fast aus wie das Tattoo von Sons of Anarchy. Da steht nur. Warte mal, was stand da drauf? Kiss mal. Ja, nicht das da. Ich komme nicht nah genug dran. So, da steht dann Angel of Death, aber sieht fast aus wie Sons of Anarchy. Sieht geil aus, Tattoo. Auf jeden Fall geil gemacht. Da finde ich dieses Geschnörksel finde ich nicht so toll hier. Ja, so. Ja, sag mal, O'Neill, hallo. Ich weiß, wo ist Schneckchen eigentlich hin? Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob ich weiterkomme, wenn die nicht mitwollen. Ich weiß auch nicht, wo sie jetzt hin ist. Er war noch. Also. Okay. Gut, dann laufen wir zwei. O'Neill hat ja anscheinend keine Lust. Brauchst du nicht, habe ich abgestellt. Alles gut. So. Die hat vielleicht einen geilen Arsch, ey.
nichts mehr. Ah! Jetzt auf einmal kommt er an. Dies ist ein... Ah! Unser... Ah, oh, oh, scheiße, tut mir leid. Aber der merkt nichts. O'Neill merkt nichts. O'Neill hat eine harte Lederhaut. Okay, was sucht was? O'Neill, funktioniert das Ding? Noch nicht genau. Vielleicht vom Flohmarkt. Aber es funktioniert. Suchen Sie das Register, O'Neill. Wow, Alter, was ist das denn für ein Ding, ey? Ich fasse es ja. Was? Ah, das ist... Das Register. Das sieht das aus wie das Riesen. Als ich dachte. Riese Alien-Raumschiff, dieses. Moment. Was? Ich so. Eine USC-Marke. Der Mandarin? Wen? Geben wir Screws, der findet's raus. Actual, wir haben das Register. Wir schicken es über eine Funkfrequenz und gehen zurück zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Viel Glück mit Bella. Hört ihr das? Das ist ein Dropship. Die Stromversorgung hat wohl Aufmerksamkeit erregt. Hier können sie uns nicht sehen. Und wir sollten weiter. Und zwar jetzt. Gehen wir mal da raus. Ja, wusstet ihr eigentlich, dass es von Alien eine Version gibt, sozusagen ein Film, wo nicht viele wussten, dass der eigentliche Anfang von Alien ist? Oh. Das kann ich auch. Meinst du etwa so? Okay, Wow, ich bin da. Nein! Nein! Alter, wie schnell geht die scheiß Handgranate hoch? Nicht die tüt tüt tüt, sondern dong dong puff. Also dieses Aufknallen auf Bo- Leute, also ich will ja nichts sagen, aber das Spiel hat ganz schön... Also jetzt machen wir den ganzen Scheiß noch Humor, hä? Ich weiß jetzt nicht, wie der Anfangsteil von Alien hieß, dieser eine da. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich weiß, da gibt es noch einen anderen. So, wir mal ganz schnell wieder wechseln hier. 105, 105, 261 ist das meiste. Oh, warte hier. Alter, gibt's doch nicht. Echt. Was das? Alter, ist das verbuggt hier. Du kannst ja nicht mal über die normalen Steine laufen. Aber dann springst du 50.000 Meter weit.
Ja, ist nicht viel übrig geblieben, weil der... Warte mal. Aha. Ach. Ach, nö. Wer hätte... Ach, scheiße. Hätte ich das vorher immer gewusst, dann wäre ich hier reingegangen, wenn man... Ach, geh. Naja, okay. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Kacke. Der hätte ich von hinten... Ich habe auch diese Ecke, diese dunkle Ecke da gar nicht so wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber machen wir mal zu. Das gefällt. Was haben wir denn hier?